Liest du es gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Sag mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vámonos. Ach du Scheiße. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich hier reingekommen bin. Samuel, beeil dich. Wir müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber... Hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame un cuchillo. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott,
Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er sweft, Herr Samuel. Tja, Alcazar lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in 3 Tagen. Auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ah. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Tja. Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer, Charlie Cutter. Nein, er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo, Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber
Wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, 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 hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh. Also nicht zum ersten Mal hier. Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Charlie. Ja. Okay. Kommen wir nicht rauf. Ah, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Daneben. Also. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Auf geht's. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi! Oh. Okay, wohin jetzt? Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Huh?
Okay. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Müsste halten. Okay, komm runter. Das Landen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh. Wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder?
Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz was, wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke. Das ist bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles. Himmel, nein. Nein, nein. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Ich dachte, mein Französisch oder zumindest mein französischer Akzent wäre. Geh also rüber und will sie beeindrucken, also bestelle ich einen Weinkeller. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist chic. Natürlich spielt sie dummen europäischen Techno. Bis Biazzi. Mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Oh, echt super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Ja, sicher.
Brauchst du Wegweiser? Nein, ich wärme mich nur auf. Wie wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenk ab und du greifst zu, okay? Ja, gut. Los. Nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört dir nicht diese Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann zu weit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sally. Nur kein Ärger, okay?